Wir sind hier auf der Eistocalypse 2011 in Mailand und ich habe neben mir jetzt jemand Interessantes sitzen. Stell dich mal ganz kurz vor, was machst du denn hier? Ja, hallo, mein Name ist Daniel Albrecht. Ich bin Chefredakteur der Fotozeitschrift Digital Foto, Digital Foto Photoshop und der Fotobibel. Und warum kommt ihr hier nach Mailand? Ganz besonders hier auf die Eistocalypse? Ja, wir kommen natürlich jetzt zur Eistocalypse nach Mailand. Mich interessieren einfach die... Ja, es ist ja ein iStock-Event, das heißt Microstock-Event. Mich interessiert, welche Bilder sind im Moment angesagt, wo geht der Trend hin? Das interessiert unsere Leser und deswegen bin ich hier. Schön, und unsere Leser interessiert, wo geht der Trend hin? Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Ausblick. Du warst ja jetzt gestern schon mal hier. Was hast du gesehen? Worauf sollten Fotografen achten in nächster Zeit? Welche Stile von Bildern sind jetzt gerade angesagt? Was angesagt ist, ist, das wirst du auch noch erfahren, weil du hast ja auch gleich noch ein Interview mit Kelly Thompson. Bio-Bilder sind echt angesagt, allerdings inzwischen auf einer echt hohen Qualität. Also das, was früher mal ging, irgendwie schnell ein Bild in der Küche machen oder so, wird zunehmend nicht mehr funktionieren, sondern das Level ist insgesamt höher geworden. Das heißt, du siehst ja auch hier im Hintergrund, wird professionell produziert. Kameras sind nicht mehr so wichtig, das Licht ist wichtiger. Das Licht ist wichtiger, das ist interessant. Wir haben auch seit neuestem ein neues Videolicht. Ich merke also, das Licht ist definitiv wichtiger geworden. Deswegen sehen wir uns auch so gut heute hier. Was ist irgendwas Spezielles beim Licht, was ganz neu ist, was die Leute so nicht so benutzen oder was jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist, wo du jetzt als vielleicht schon einen Test hattest in der Zeitschrift? Also weniger was ein neuer Lichttrend, sagen wir es mal so. Aber so, wenn du Erfolg haben willst als Stockfotograf, musst du das Licht beherrschen. Okay. Und das ist natürlich auch was wir in unserer Zeitschrift den Leuten vermitteln. Super, also sollten die nächsten Stockfotografen eure Zeitschrift lesen? Wenn ja, welche Ausgabe? Was ist drinne und wie viel kostet sie und wo gibt es die? Welche Ausgabe? Jede Ausgabe, klar. Uns gibt es in jedem Zeitschriftenladen eigentlich. Mal ist es ausverkauft, mal einfach mal den Händler fragen, sonst Bahnhofskiosk, normale Zeitschriftenläden. Digital Foto, jeden Monat neu, jeden Freitag 6,90. 6,90. Verkauft man ein oder zwei Bilder, hat man das Geld auch direkt schon drin. Vielen Dank. Ja, hat mich gefreut. Mich auch. Bis bald.